Yeah. Heute geht's bei uns um Carl Pritz. Crazy. Yeah. Everybody. Und sommerlich in Deutschland. Die Sonne scheint und passend dazu auch hier im Music News Studio. Und einen Song passend dazu liefert Carl Pritt. It's a party. Aber wer ist eigentlich dieser Carl Pritt? Hallo liebe Freunde, wisst ihr, wie wieder zurück ist? Der Klugscheißer. Ich habe mich ein bisschen verändert, bin noch hübscher geworden und deswegen ist Chris Brown wieder Single. Carl Pritt wurde am 20. Mai 1986 in Avenues, Harare, Zimbabwe, geboren als Rudy Schwarmborn. Er ist ein deutscher Rapper, Schwarmborn, und benutzt neben Carl Pritt auch den Künstlernamen Rissala. Bekannt geworden ist er damals eigentlich durch den Song Evacuate the Dance Floor zusammen mit Cascada. Die einen meinten, wow, das ist ein Eminem für Arme, die anderen sagten aber wiederum, wow, was für ein talentierter Rapper. Das dachten sich wiederum auch die beiden Produzenten Manian und Janu, die damals schon Cascada groß rausgebracht haben, und auch Rio. Dieses Rio mit Eugene, ihr wisst schon. Fiesta heißt die aktuelle Single, läuft auch bei uns im Radio drinne. Sommerliches Teil, absolut geiles Brett. A party with the hottest girls. I'm looking for a model chick about 5'10" with a hair and curls. Und zufällig hat dieser Carl Pritz einen grandiosen Song gemacht mit. Ich bin ein Alter! Ja, da ist die Beste. Ein Alter, das geht so gar nicht immer! Den Außenseitern! Dimi und Sascha, und die beiden haben ja bei YouTube über 1 Million Abonnenten und sind gut befreundet mit Carl Pritt. Da haben sie sich einfach gedacht, lass doch mal was zusammen machen mit dem Juten Carl Pritt. Schön einen Song produce, und das ist dabei rausgekommen. I got a girl, she my favorite fan. Always in the club trying to take my hand. But no, what I think she got a man. But so what, I'm just doing my thing. See, I got a girl, she's the one. She my number one lover underneath the sun. Yo, biggest Fan von Modana featuring Carl Pritt und den Außenseitern. Was die Außenseiter jetzt damit zu tun haben, das erzählen sie euch im Interview. Geil, haben wir da nicht mitgemacht. Also wir kennen halt den Sänger und den Produzenten. Das ist Steve Modana, nennt er sich. Mit dem haben wir auch unsere Single gemacht, Aram Samsam. Und jetzt kommt noch eine neue raus, Zeit Blüte. Und der ist eben Produzent von Carl Pritt. Und wir haben uns auch bei unserem Videodreh von Aram Samsam mit Carl Pritt getroffen, uns kennengelernt, ein bisschen gequatscht, getrunken und so. Am Freitag gibt es ja ein grandioses Interview mit den Außenseitern. Welche YouTuber sollen wir noch interviewen? Postet es unten in die Kommentare rein und postet auch gerne, wie ihr den Song findet, sowohl mit den Außenseitern als auch Fiesta alleine. Habt ihr eigentlich GTA synchronisiert? GTA 4 habt ihr synchronisiert? Ja. Den Link zu den beiden Songs von Carl Pritt findet ihr übrigens unten in der Beschreibung, sowohl Biggest Fan als auch Fiesta. Einfach unten in die Beschreibung reinklicken. Danke, liebe Internet-Community, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, teilt das Ding mit der ganzen Welt, abonniert den Kanal, wir freuen uns wie Sau. Und denkt dran, am Freitag gibt's das komplette Interview mit den Außenseitern. Und ich darf mal so viel verraten, einiges war unter der Gürtellinie und auch der gute Alberto war mit drin im Video. Und der gute Fly Uwe war mit drin im Video. Es lohnt sich also wahnsinnig. Der Woche der Zuschauer ist heute Till. Einziges Problem nur, unser beschissener Drucker wird in einer Dauerbenutzung gerade blockiert. Irgendein Vollidiot druckt die ganze Zeit und das seit 2 Stunden Papier aus. Deswegen male ich Till jetzt einfach. Till sieht ungefähr so aus. Das ist sein Kopf, das sind seine Augen, so war sein Mund, das war seine Nase, das war so sein Körper. Jo, das ist Till. Hey, wenn ihr auch ein Foto habt und unser Drucker wieder funktioniert, schickt uns die Fotos an musicnews@jamfm.de. Bedingung, fotografiert euch beim Music News gucken. Geil, Zuschauer der Woche, Till. Nicht böse sein, dass wir dein Foto nicht ausdrucken konnten. So ist das manchmal mit den Kollegen. Grüße an euch! And a body like Beyonce, to put it on me. Well, she's shaking it right, making me sweat every step of the way. So I know where I'll be by the end of the night. We get sexy, cause the sex with me is like a recipe.